Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von StarCraft 2 Wings of Liberty. Wir haben ja in der letzten Folge die Mission Ausbruch abgeschlossen, haben Toshs Freunde, die Phantome, befreit, haben einige Erfolge geholt. Und jetzt fahren wir einfach mal fort und schauen mal, was da kommt. Ich nehme an, wir haben einiges an Redebedarf mit Tosh. Ich nehme auch an, dass Matt Horner was dazu zu sagen hat. Tykes wahrscheinlich auch. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, Donny Vermillion wird das Ganze als Massaker darstellen wollen, um uns eben weiterhin schlecht zu machen. Brücke der Hyperion, 3.53 Uhr, Bordzeit. Jemand aus Neufort soll mitkommen. Und wir knacken es an einem Nachmittag. Ich kann kaum glauben, dass wir das geschafft haben. Ihr Jungs wart gut. Ich und meine Phantome machen den Rest. Wir erledigen Minsk und treten seine Liga in den Dreck. Minsk zu stürzen, war erst der Anfang. Hier geht es darum, eine bessere Zukunft zu schaffen. Versteht ihr nicht? Wir haben gerade jeden Wissenschaftler, Philosophen und Freidenker befreit, der je gegen Minsk aufbegehrt hat. Das war unser eigentlicher Sieg heute. Bist du wirklich so naiv? Morgen kommt ein neuer Minsk und danach noch einer. Dein toller Traum von einer besseren Welt ist nur eine Illusion. Wenn alles so trostlos ist, warum bist du denn hier, Tosh? Was springt für dich dabei raus? Das gleiche wie für dich, Bruder. Ich will Minsk tot sehen. Hier geht es nicht um Rache. Das Ziel unserer Revolution ist Freiheit. Du wirst diese bessere Welt erleben, Matt. Aber für Typen wie uns ist da kein Platz. Schiffsmesse der Hyperion, 12.48 Uhr, Bordzeit. Tja, diese kleine Sequenz gerade eben war... Ja, ich fand sie ein bisschen bedrückend. Klingt so, als hätte Jim Raynor quasi fast schon aufgehört zu glauben, dass er die ganze Sache hier überleben kann. Und dass er dann danach auch weiterhin noch in diese Welt passen wird. Tja, wir werden es erleben, beziehungsweise miterleben. Und wir haben ja in der Schiffsmesse ein bisschen was Neues, und zwar diesen Ausbruchshelfer. Schauen wir gleich mal an. James, ich dachte mir, das hier ist eine gute Erinnerung daran, wie wir den Knast von Neufolsen geknackt haben. Und Mengsts Liga. Ich bin bis zum Ende an deiner Seite, Bruder. Tosh. Und gut, ich denke, wir können jetzt wirklich auf Tosh als Verbündeten zählen. Und genau deshalb möchte ich auch noch mal kurz mit ihm reden. Ich bin ein großes Risiko eingegangen mit dir und deinen Phantomen, Tosh. Ich hoffe nur, dass Nova nicht recht hatte, was dich angeht. Glaub nicht an die Lügen von der Kleinen. Das Phantomprogramm beeinflusst jeden unterschiedlich. Aber wir sind alle immer noch Menschen. Es ist unsere eigene Wahl, ob wir Phantomen werden. Nicht ihre, nicht deine und nicht die von Minsk. Die Wahl zu haben, ist die einzig wahre Freiheit. Aber kann ich ihnen vertrauen? Kann ich dir vertrauen? Mach dir mal keine Sorgen. Wir werden für dich kämpfen. Bis zum Schluss. Meine Brüder und Schwestern, wir verdanken dir alles.
Ich glaube wirklich, dass er das ernst meint, dass er wirklich bis zum Schluss, zumindest dieser Kampagne, an unserer Seite stehen wird. Und ich bin echt mal gespannt, was Tykes dazu zu sagen hat. Der war doch sicherlich auch auf Mount Folsom, oder? Wollte dir nur Bescheid sagen. Tosh hat sich offiziell unserer kleinen Revolution angeschlossen. Er hat gemeint, dass seine Phantome uns jetzt helfen werden. Du hast echt eine Schwäche für durchgeknallte Psychos, Jimmy. Diese Irren loszulassen ist nicht besonders clever. Der alte Mengsk hat die nicht umsonst eingesperrt. Mengsk hat sie eingesperrt, weil sie einfach nur Waffen für ihn waren. Auch sie haben ein Recht auf Freiheit. Wie jeder andere auch. Okay. Wir wissen immer noch nicht, ob Zeigens auf dem Folsen war oder hat er uns das irgendwann mal erzählt. Das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her, falls er es getan hat. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern gerade. Aber über unsere kleine Ausbruchsaktion ist doch bestimmt was in den Nachrichten. Nicht wahr, Herr Vermilion? Eine Eilmeldung. Wir haben heute Bericht erhalten, dass... Wie bitte? Wir schalten zu Kate? Aber ich... Die bestbewachten Gefangenen der Liga sind seit heute Nacht auf freiem Fuß, nachdem das Gefängnis von New Folsom durch einen gewagten Einbruch infiltriert wurde. Liga-Sicherheitskräfte sind in höchster Alarmbereitschaft, da einige der Häftlinge frühere Mitglieder des Projekts Shadowblade sind, das, wie wir herausfinden konnten, eine Sonderabteilung des Ghost-Programms der Liga darstellt. Eine Reihe politischer Dissidenten wurde ebenfalls während des Angriffs befreit. Wissen wir, wer dahinter steckt, Kate? Waren es Rainers Raiders? Die Beweislage lässt darauf schließen. Ja, Donny. Da sehen Sie es. Jim Rayner hat unsere Welt heute Nacht wieder ein Stück gefährlicher gemacht. Donny Vermilion aus den Studios von UNN auf Korhal. Gefährlicher für die richtig bösen Jungs da draußen, Donny. Du solltest dich warm anziehen. Ja, diesmal glaube ich, hat Donny Vermilion gar nicht so unrecht, indem wir die ganzen Phantome und auch die anderen Schwerverbrecher auf die Welt losgelassen haben. Haben wir ihr wahrscheinlich keinen Dienst erwiesen, aber uns haben wir dafür einen großen Dienst erwiesen. Ich will jetzt zunächst mal noch kurz ins Arsenal schauen. Da hat doch Swan bestimmt was. Genau, Swan hat was zu sagen, aber wir schauen uns erstmal die Phantome an. Phantom. Ein Nebeneffekt des Phantom-Ausbildungsprogramms ist eine gesteigerte Exzentrik. Viele Phantome tragen Totems oder andere Glücksbringer bei sich, um ihre Fähigkeiten zu steigern. Habt ihr gehört, wie ich mit den Fingern die Luft Anführungszeichen gemacht habe? Es geht das Gerücht um, dass die Liga immer noch im großen Stil Phantome einsetzt, ungeachtet der angeblichen Schließung des Programms. Phantome. Sag mal, hast du schon jemals ein Phantom gesehen? Nein, weil sie nicht existieren. Gabriel Tosh, angeblich der erste der Phantome, im Gespräch mit Typ Roche oder Kyp Roche vom umoyanischen Nachrichtendienst. Mrs. Roche verschwand eine Woche später und wurde seither nicht mehr gesehen. Ob da Tosh was damit zu tun hat? Ich will es besser gar nicht wissen. Und Swan, was sagst denn du dazu, zu der Aktion mit den Phantomen? Dieser Typ, Tosh, hat mir Daten gegeben, um mehr Phantomausrüstung zu bauen. Sicher, dass wir dem trauen können? Hab gehört, er kennt sich mit Gehirnwäsche aus oder so. Für die Ausbildung zum Phantom kann er nur Freiwillige einsetzen. Das ist die Abmachung. Er nimmt sie hart ran, damit sie nicht den Verstand verlieren, wenn sie erstmal vollwertige Phantome sind. Keine Gehirnwäsche involviert. Gut zu wissen. Die wollen ja nicht, dass einer dieser Freaks abdreht und Ärger macht. Außer Tosh natürlich. Ja, Tosh ist schon ein bisschen durchgeknallt. Aber ich glaube, jetzt können wir im Arsenal wieder was Neues machen, und zwar die Phantome, oder? Ah, Liga. Phantom. Können wir upgraden mit der psionischen Peitsche. Ermöglicht die Fähigkeit psionische Peitsche. Effekt fügt der Zieleinheit 200 Schaden zu. Wow. Mit der entsprechenden Ausbildung können Phantome eine Druckwelle aus konzentrierter psionischer Wut auf ein einzelnes Ziel schleudern. Diese Welle entzieht dem Phantom alle Energie, tötet aber die meisten Ziele auf einen Schlag. Aus offensichtlichen Gründen empfiehlt Remedius Medical Systems diese Ausbildung nur für Phantome, die eine überdurchschnittliche Meinung von ihren Vorgesetzten haben. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Das kostet 100.000, würde ich aber eigentlich im Prinzip nehmen. Und was haben wir hier? Talmodul der Nyx-Klasse.
Tarnung erfordert keine Energie mehr. Dieser Kampfanzug verfügt über einen Psi-Verstärker, der die Tarnung aufrechterhält. Somit kann das Phantom sein Tarnfeld unbegrenzt aufrechterhalten und gleichzeitig wird psionische Energie für andere Fähigkeiten frei. Das brauche ich unbedingt. Das wird auf jeden Fall gekauft. Und diese psionische Peitsche kaufe ich mir auch gleich. Weil ich glaube, ich werde relativ viele Phantome einsetzen wollen, zumindest. Bei Fahrzeugen ist ja alles... Da haben wir ja kaum was gekauft bisher. Und Infanterie, ja, da haben wir ein bisschen was gekauft und so. Basis haben wir alles gekauft, was wir kriegen konnten. Und deswegen gehe ich jetzt mal nochmal kurz ins Labor. Da hat sich ja mit Sicherheit nichts getan. Nein, natürlich nicht. Also gehen wir zurück auf die Brücke und reden nochmal kurz mit Matt Horner. Die meiste Zeit weiß ich einfach nicht mehr, was ich tue. Ich habe das Gefühl, ich drehe mich im Kreis. Nein, Sir. Wir standen von Anfang an hinter Ihnen. Es ist Ihr Sinn für Gerechtigkeit, der uns bis hierher gebracht hat. Matt, mein Interesse an Gerechtigkeit ist vor langer Zeit erloschen. Ich habe mein Leben lang gekämpft, getötet, gute Männer in den Tod geschickt. Und wofür eigentlich? Die Sache mit Mengsk beenden, ist alles, was mir noch bleibt. Menschen wie du werden eine bessere Zukunft aufbauen, wenn sich der Staub erstmal gelegt hat. Weil sie uns etwas gegeben haben, woran wir glauben, Sir. Ich werde den Kampf niemals aufgeben. Das ist ein Versprechen. Das ist gut zu wissen, Matt. Aber ich bin sicher, wir werden den Kampf gemeinsam beenden. So, die Sternenkarte hat zwei Missionen für uns. Und zwar schauen wir uns erstmal die an, die zuerst da war. Typhon 11. Die abliegende Welt ist Teil eines sehr alten Systems, was aufgrund seiner zunehmend instabilen Sonne ersichtlich wird. Diese Tatsache in Kombination mit nur geringen Mineralienvorkommen hat Typhon schon immer zu einem schlechten Kandidaten für die Kolonisierungen gemacht. Nichtsdestotrotz befindet sich ein wesentlicher Teil der Tal'Darim-Expansionsstreitmacht auf dem Planeten. Ah, schauen wir mal, was wir da tun sollen. Möbius hat sich wieder neu eingerichtet, nachdem die Zerg sie von ihrem alten Sitz verjagt haben. Sie haben wohl auch den Standort von einem weiteren Artefakt ausgemacht, auf einem netten kleinen Planeten namens Typhon. Auf Typhon sollen wir das nächste Xel'Naga-Artefakt holen, bekommen 120.000 Credits, die wir im Moment sehr dringend brauchen. Und wir bekommen 4 Protoss-Forschungen, womit wir auch die Protoss-Forschung dann komplett abschließen können. Als Einheit erhalten wir den Banshee, das ist ein Luftfahrzeug mit taktischen Angriffen, was nur Bodeneinheiten angreifen kann. Haben wir ja bereits in der letzten Mission im Einsatz bei der Liga bereits gesehen. Fand ich es nicht so spektakulär. Aber gerade gegen zum Beispiel Berserker oder so dürfte das sehr von Vorteil sein. Dann schauen wir uns auch mal die Mission auf Korhal an. Und zwar ist Korhal ja die Heimatwelt von Arcturus Mengsk und war einst eine wohlhabende Kolonie, bis sie von Atomschlägen der Konföderation ausgelöscht wurde. Seit der Intronisierung von Imperator Mengsk vor 4 Jahren wurden Unsummen für den Wiederaufbau des Planeten aufgewandt. Und was wir da tun sollen, da wollen wir das mit dem Odin durchziehen. Ich bin mal gespannt, was wir da ganz genau tun sollen. Wir haben den Odin in unserem Besitz. Nun können wir ihn dazu verwenden, den Angriff zur Übernahme der UNN-Studios auf Korhal zu leiten. Sobald der Odin ihre Verteidigungsanlagen ausgeschaltet hat, werden wir mit der Ausstrahlung beginnen. Darüber wird man noch in 100 Jahren sprechen. Na, da bin ich nicht ganz sicher. Aber wir werden hier dann den Odin benutzen, um die UNN-Studios zu besetzen. Kommt dafür auch 120.000 Credits, wahrscheinlich aus der Portokasse von UNN. Und als Einheit erhalten wir den Thor. Das ist ein schwerer Angriffskampfläufer, der Boden- und Lufteinheiten angreifen kann. Ist quasi sowas ähnliches wie der Goliath, nur in größer, stärker und wahrscheinlich deutlich teurer. Aber ich würde gern zuerst die Protoss-Forschung abschließen, damit ich nämlich dann den
ach, wie heißt es wieder, den, also die Kombination aus Reaktor und Forschungslabor habe, den Forschungsreaktor oder wie das auch jetzt wieder heißt, damit ich quasi die ganzen zusätzlichen Einheiten bauen kann und zwei davon gleichzeitig. Deswegen starten wir die Mission gleich mal, sehen uns noch den Anfang an und dann welche Folge wir heute beenden. Da ist er, der Planet Typhon. Sieht gar nicht so übel aus. Ja, die Sensoren zeigen an, dass... Moment, was zum... Der Energieausstoß des Sterns ist gerade um 500% in die Höhe geschossen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Immer langsam, Matt. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass der Stern in wenigen Stunden zur Nova wird. Und in der Zwischenzeit wird der Planet von Feuerwellen heimgesucht. Feuer. Warum muss es bloß immer Feuer sein? Die gute Neuigkeit ist, dass es auf dem Planeten bereits ausreichende Versorgung gibt. Also werden wir keine Versorgungsdepots bauen müssen. Na, wenigstens etwas. Also, wo ist unser Artefakt? Genau da. Mitten zwischen all den Protoss. Unsere mobilen Gebäude können wir einfach verlegen, bevor das Feuer kommt. Alles andere werden wir wiederverwerten müssen. Du willst doch nicht ernsthaft da runter. Komm schon, Partner. Wir haben noch Stunden, bevor diese Sonne explodiert. Dann lass uns das Artefakt schnappen und verschwinden, bevor deine Königin der Klingen hier auftaucht und nach dem Ding sucht. Ja, das wäre ein guter Plan. Denn wenn auch noch die Zerg noch dazukommen, dann wird's echt schwierig. Und ich bin echt mal gespannt, wird es dann quasi die Karte so Stück für Stück vom Feuer quasi überrannt und wir müssen uns quasi immer weiter nach vorne kämpfen und dort immer die ganzen Gebäude bauen und die alten wiederverwerten. Dann müsste es ja eigentlich einige Stellen geben, wo wir unsere Basis aufbauen könnten, wo es Mineralien hat und Gas und so weiter. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das anlässt, was denn da jetzt genau passieren wird. Und natürlich auch, wie die Protoss reagieren werden. Denn die müssen wir nebenher ja auch noch vernichten. Hoffe, du hast an deine Sonnencreme gedacht, Cowboy. Nicht jetzt, Sworn. Beruhig dich, Heißsporn. Ich hab da was Nützliches für dich. Banshees. Diese Babys können Bodentruppen die Hölle heiß machen. Und tarnen können sie sich auch. Du wirst sie lieben. Aha, der Banshee kann sich tarnen. Okay, schauen wir uns den nochmal kurz an. Natürlich keine Panzerung, ne? Und macht mit Backlash-Raketen 12 Schaden. Kann Bodenziele angreifen. Ja, das ist doch gar nicht so verkehrt. Aber wir werden jetzt erstmal speichern. Und werden diese Mission erst in der nächsten Folge angehen. Da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze dann funktioniert. Weil, Moment, ich gehe da mal kurz zurück. Die Landezone ist ja nicht allzu groß. Also die Karte an sich ist nicht allzu groß. Ich nehme an, das wird auch wie bei der Mission, wo wir den Odin gestohlen haben, wird sich die Karte dann schlagartig vergrößern, sobald wir das geschafft haben. Und ich bin echt mal gespannt, was jetzt da so alles kommt. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis denn.